Mach doch erstmal den Rohbau. Erstmal den Rohbau? Manchmal funktioniert das besser, wenn man den Rohbau hat und dann guckt, was man noch mit reinnehmen könnte. Okay, der Rohbau ist eigentlich relativ simpel. Also so mache ich das zumindest immer, wenn ich mir ein Deck bauen sollte. Bei einem... Also Wettereffekte fallen ja komplett raus. Wettereffekte brauchst du gar nicht. Also die Frage ist, wofür man spielen. Man braucht natürlich erstmal die ganzen Sergeant und Sergeant-ähnlichen Karten. Erstmal dreimal den Sergeant. Darauf bezieht sich halt das Deck. Boost ist temporär, oder? Ja, ja, Boost ist temporär. Also jeder wird geboostet. Der Reaver Scout. Natürlich kann man eine Kopie aus dem Deck spielen. Den haben sie genervt um 1. Aber ist nicht so wichtig. Wow, auf 1. Auf 1, ja. Aber der ist halt trotzdem relativ stark, weil du kannst halt die Karten, die du brauchst, aus dem Deck ziehen. Die haben sie ja gebufft. Ich weiß nicht, Blue Stripes kann man auch mitspielen. Würde ich vielleicht sogar. Die kommen ja immer aus dem Deck, wenn jemand mit dem gleichen Stärke gespielt wird. So, da wir alles eh buffen, nehmen wir mal dreimal die Blue Stripes. Welche wollen wir nehmen? Drei verschiedene? Drei verschiedene ist doof. Wir nehmen den hier. Der gefällt mir am besten. Den könnte man theoretisch spielen, dass man alle temerisch Einheiten spielt. Ich überlege gerade, es macht halt sogar auch Sinn, dann macht man sein Deck halt ein bisschen kleiner. Genau hier, den Seeds Reporter haben sie geändert. Ich überlege, ob man den reinnehmen soll. Machen wir erstmal. Ich weiß nicht mehr, also man könnte jetzt halt noch mehrere Sachen reinnehmen. Ups. Wir haben aber auch bald unser Bronze-Karten-Limit erreicht. Es gibt doch gar kein Bronze-Card. Ja. Aber du willst natürlich... Es gibt natürlich auch diese Option, es gab mal ein Deck, das hat 40... Also, das war so ein 40-Karten-nördliche Königreiche-Deck. Das hat eigentlich auch nicht schlecht funktioniert, aber... Naja. Ja, wahrscheinlich mit viel Suchen und... Nee, gar nicht mal so viel suchen, sondern du hattest... Ich überlege, ich würde fast sogar noch eine dritte Trash Bunch hier reinnehmen, weil die jetzt alle gebufft werden auch. Ich finde ganz ehrlich den Siege, also den Siege-Plattformer finde ich gar nicht so toll. Du packst eine Einheit zurück auf deine Hand und spielst dann gleich wieder aus, so, aber... Wir haben in diesem ganzen Deck nur eine Maschine drin, das ist die hier. Die auch noch gebufft wird durch diesen Sergeant. Das heißt, es würde nicht viel Sinn machen, die hier auch noch reinzunehmen, weil wir würden nur die zurück in die Hand nehmen. Also würde ich die ganz gerne lieber draußen lassen. Ich weiß nicht, was man noch hier spielen könnte. Man könnte halt natürlich Crewmänner mit reinnehmen sogar. Crewman wird sich halt der anbieten, weil der auch gleichzeitig noch Wettereffekte wegmachen muss. Falls man aber wirklich doch noch auf dem Fockling-Deck trifft oder so. Und wir haben ja alle mit derselben Stärke. Das heißt, Regen wird uns auch ziemlich den Arsch aufreißen. Ja, stimmt. Da könnte Regen sogar noch gefährlich werden. Gibt es sonst noch irgendwelche Crewmänner? Die Frage ist natürlich, wie viele jetzt noch Wettereffekte spielen, ne? Ja, das ist es halt. Also Crewmänner haben wir nur den bis jetzt, den Sergeant. Ansonsten haben wir keine Crewmänner mehr, aber ich würde den vielleicht sogar noch reinnehmen. Gucken wir jetzt mal weiter. Bei Silberkarten.
Also Dead Mode bietet sich halt natürlich an, weil er wieder diesen Dreifacheffekt hat. Also man könnte noch einen Regen spawnen, man könnte einen Clear Skies machen mit einer Karte rufen oder einen Donner. Und der hat natürlich halt auch drei Stärke. Ist die Frage, wollen wir den spielen? Eine Karte, die ich auf jeden Fall spielen würde, die liebe ich einfach nur, ist Reinforcements. Das ist, glaube ich, einer der besten nördlichen königreichen Karten. Du kannst dir das rufen, was du willst. Ja. Deadmold packen wir erstmal rein. Jetzt haben wir noch vier Silberkarten übrig. Wir könnten theoretisch die Witcher-Nenneke-Kombo reinnehmen. Weil die Witcher, die haben ja fünf Stärke, so das heißt, die würden auch gebufft werden. Und mit Nenneke könnten wir die halt wieder zurück ins Deck packen. Ja. Ich pack die mal rein, oder? Pack's voll erstmal rein. Ich pack sie erstmal rein. So, machen wir Nenneke hier und noch Vesemir. Die zwei werden halt wahrscheinlich auf jeden Fall gebufft, wenn auch nicht so stark, aber es ist ein Buff. Wenn wir die Witcher-Kombo spielen, würde ich halt auf jeden Fall. Reaches haben sie, kann man Reaches. Den Consume One Boost Base Power. Genau, Reaches haben sie. Reaches könnte ich eigentlich auch, den haben sie auch genervt, weil der boostet sich jetzt nur noch um die Base Power einer Karte, nicht mehr um die Power, die sie hatte. Warte, welche Karten? Dandelion will ich auf jeden Fall bei der Kombo reinnehmen. Dandelion ist da Pflicht. So, jetzt könnten wir noch Shani spielen, um eine Karte zu retzen. Ich würde vielleicht sogar Philippa auch noch oder Gerald Brandt. Einer von beiden können wir uns gleich überlegen. Philippa, Gerald Brandt, die bufft einfach nur Karten auf dem Feld. Aber es gibt vielleicht Avalach, würde ich reinnehmen. Ich bin mir aber bei Avalach unsicher. Ist halt zwei Karten ziehen. So, nehmen wir mal den Fakt an, dass die gerufen werden, wenn man eine gleiche Stärke spielt. Also man kann sein Deck schon relativ leer kriegen. So. Wollte ich gerade sagen, du. Keine Ahnung, du. Aber Avalach gibt dann halt nochmal so die zusätzliche Chance, sage ich mal. Weil sagen wir mal, du spielst die Sergeants. Wir können auch zwei Goldkarten reinnehmen, das passt genau. Wir haben genau diese Bronzekarten, das wäre 25. Also Avalach wäre halt gut für das Deck so. Mit den Witchern, dann gehst du halt, also dann ist die Chance, dass du die richtigen Karten ziehst, ist dann halt ziemlich hoch. Ich weiß es nur nicht, ob ich Avalach reinnehmen will. Der Gegner hat natürlich auch einen Vorteil davon. Eine andere Option, was hätten wir noch für Optionen? Nee, ist doof. Ciri, aber Ciri finde ich gar nicht mehr so stark. Ging der Effekt mit Ragnar? Nee, auch nicht. Ha, und wir haben schon bei den Silberkarten, du nimmst ja normalerweise immer einen Spion rein, dass du noch eine Karte ziehst und dem Gegner eine Runde schenkst. Wir haben nur den Spion jetzt nicht drin, aber ich weiß halt nicht, was ich für den Spion hätte raus wollen tun. War eigentlich gar nichts. Wir haben die Dreier-Witcher-Kombo, wir haben Nenneke und wir haben die beiden. Das heißt, ich pack mal Avalach einfach mit rein. Wir können das ja noch ändern. Jetzt ist die Frage, wollen wir lieber Philippa oder Gerald Brandt? Also Philippa macht wirklich im besten Fall 25 Schaden. Im besten Fall, da muss sie aber auch wirklich genau so treffen. Die Frage ist, ob sie die Karten wegmacht. Gerald Brandt macht halt mindestens 20 Schaden. Nee, nicht mindestens, macht halt, weiß ich nicht. Kann halt mehr und mal weniger kann machen. Kann mehr oder kann weniger aber sein. Aber da ist definitiv Luft nach oben, ne? Ja, die Frage ist halt, ja, ist die Frage, was willst du spielen? Lieber Gerald Brandt oder lieber Nimm Philippa? Gerald Brandt. Magst du die Karte mehr? Ja, ich mag Gerald mehr. Ich mag Gerald eigentlich auch mehr. Wobei Philippa ist halt auch stark. Ich weiß nicht, Philippa, ich überlege gerade mal ein Deck, wo könnte Philippa gut sein? Monster. Ja, Monster Absorb vielleicht, um die kleinen Dinger wegzumachen. Ja. Aber Gerald kann halt das große Vieh machen dann. Gerald kann das große Vieh wegmachen. Ich lass mal Gerald Brandt. Wir probieren das Deck einfach mal aus. Mein Gott, das ist halt eh so. Ja. Wenn du dir so ein Deck machen willst, dann musst du halt immer so ein bisschen Risiko eingehen. Sergeant. Warte, nee, Moment. Ich hab, glaube ich, falsch geschrieben, oder? Sergeant, genau. Sergeant. Nicht Sir. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Screenshot gespeichert. Sergeant Buffer. Nach. Patch schlecht, ich denke jetzt einfach mal.
Except. Ja, also ich weiß gar nicht, was hatten wir früher noch in diesem Sergeant Buffer Deck drin? Ich glaube, wir hatten auf jeden Fall Wetter, oder? War Wetter? Nein, diese, die dem Wetter auflegen. Ja, diese Karten, finde ich halt, also ich weiß nicht, diese ganzen Karten, die Wettereffekte holen, ich glaube, der einzige Wettereffekt, den man jetzt noch wirklich aktiv spielt, könnte ich mir wirklich vorstellen, ist der Nebel mit vielleicht irgendwelchen Foglingen, die gebufft werden, aber so kann ich mir durchaus gerade gar keinen Wettereffekt vorstellen. Wo habe ich eigentlich mein Handy damals hingelegt? Damals? Ja, als wir hier angekommen sind. Keine Ahnung. Da muss ich gleich nochmal gucken. Mir fällt halt nichts anderes ein, wie man spielen soll. Und hier, wenn man es so sieht, wir könnten zum Beispiel Dandelion, könnten wir die hier buffen, natürlich. Dann haben die erstmal 4 Stärke, so, und wenn man die dann noch mit den Sergeants, kann man auch alles hochbuffen. Wir könnten aber auch typisch mit Dandelion einfach die Witcher buffen. Da werden die Witcher aber nicht durch die Sergeants gebufft, egal wie viele Sergeants wir spielen. Aber wir hätten die Win-Condition, dass wir einmal so eine Sergeant-Runde machen und dann einmal so eine Witcher-Runde machen. Wir können auch mit Nennekit zum Beispiel nur 2 Witcher zurück ins Deck packen und damit Shani einen retzen. Dann holst du halt die anderen auch wieder. Könntest du ja erstmal so probieren. Ja. Ich würde es vielleicht auch erstmal so probieren. Wie gesagt, das ist halt immer, bevor du irgendein Deck spielst, musst du ein Ding machen. Aber ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Oh. Ich würde sagen, wir machen mal so 2-3 Spiele mit dem Sergeant Buffer nach dem Patch und dann gucken wir mal. Ob wir die. Ich weiß nicht, ob wir das Deck nochmal. Ob wir das Deck nochmal irgendwie auf dem Kanal einzeln vorstellen, am Montag oder so. Oder ob wir dann ein neues Deck machen. Oh, guck mal, ein Mulligan-Deck wahrscheinlich. Man könnte ja gucken, dass man es vielleicht ein bisschen verbessert und dann. Ja, ich weiß es nicht. Ja, also wir werden auf jeden Fall das ja auch auf YouTube hochladen. Das heißt, ich weiß nicht. Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz einen Schluck eingießen. Wir haben schon mal Sergeant Buffer, das ist gut. Wir haben Crewman, wir haben Blue Stripes Kommando. Wir haben schon mal Sergeant Buffer, der heißt so. Ja, der heißt jetzt Sergeant Buffer. Das ist nicht der Kert wie Sergeant, das ist Sergeant Buffer. Die wollen wir nicht. Davon wollen wir nur eine. Wir haben einen Witcher, das ist gut. Wir haben Avalach. Wir haben Nenneke. Wir haben Nenneke, wir haben eigentlich eine ganz saubere Hand. So. Ich würde mal sagen, behalten wir. So, bevor wir irgendwas machen, spielen wir natürlich Foltest. Onward! Attack! Buffen alle unsere Karten. Außer die Gold. Ja. Let's hurry. Squares me, Evan. Ich werde möglichst versuchen, jetzt die erste Runde, wobei ich weiß nicht, ob die erste Runde, der wird bestimmt ein paar Karten spielen. Oder auch nicht. Ich glaube, Zwerge werden jetzt aber auch wieder ganz gern gespielt. Ich will auf jeden Fall mal, ich will mal versuchen, die erste Runde zu gewinnen. Mit den Sergeants hier. Und die zweite Runde vielleicht den Gegner ein bisschen mit den Witchern rauszulocken. Und die dritte Runde ihn halt mit den Witchern fertig zu machen. Okay. You one of us or not? I killed for less. So. Das Dumme ist nur, ich habe jetzt nicht auf den Brandeffekt geachtet. Wenn er einen Brand hat, haben wir ein Problem. Ryan! We will take back what was stolen. Aber jetzt haben wir hier 2 Crewmänner. Alter, wenn dann Gerald Brand hat, ist die Reihe weg. Ja. Nice mesh you've got here. Zack. Weil der macht plus 1 Schaden für jeden Crewman. Er ist von 2 Crewmännern umgeben. Ah, da ist er. Macht 3 Schaden, ja. Aber immerhin hast du ihn damit schon rausgelockt. Also kannst du jetzt ohne Probleme mit Witcher spielen. Das einzige andere Dumme ist nur. Ich spiele erstmal den hier. Come to Papi. Ich würde ganz gerne Avalach diese Runde noch spielen. Dass wir Karten ziehen. Damit wir noch einen Sergeant kriegen. Guck mal. Na, aber er hat nur einen 7er da. Die Frage ist, ob ich Avalach jetzt noch spielen soll. Ich könnte natürlich auch die Witcher ziehen. Ich spiele mal auch die Witcher aus. Was ist ja noch eine Necke. Respekt. You're not talking to Geralt. Wenn er jetzt passt, würde ich halt noch ganz gerne Avalach spielen.
from the Bakugis. It's time. Okay, wir haben schon mal Shani und Nenneke Kombo, das ist nicht so schlecht. Wir haben nur keine Crewmänner mehr. Und das größere Problem, was ich gerade habe, ist, dass wir... Oh, Baby, du hast ja den größten Fehler deines Lebens gemacht. Er hat uns mehr weggebrannt, aber wir haben ihm auch eine Menge weggebrannt. Es gibt nichts Gutes, wir haben keine Crewmänner draußen. Es gibt nichts Gutes, was wir spielen könnten noch. Das heißt, ich werde diese Runde mal passen. Er muss eine Karte noch spielen, also es ist Gleichstand dann. Es sei denn, er passt. Wenn er jetzt noch eine Karte spielt, haben wir natürlich den Vorteil. Also wir haben immer noch. Have strength, my love. Wir haben immer noch die Witcher-Kombo mit Shani. Okay, er spielt nochmal eine ganz starke. Wir haben immer noch diese Witcher-Kombo. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Wir haben noch die Witcher-Kombo mit Shani, die, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Wir haben ihm seine Resilience-Karte weggebrannt. Wir haben einen Kartenvorteil mehr. Das Problem ist nur, die würde ich ganz gerne behalten. Wir können sogar jetzt alle Witcher nochmal ein Stack packen, buffen und dann ausspielen. Den Weaver-Scout brauchen wir nicht. Sergeant. Genau. Die Frage ist, was hatten die jetzt für eine Stärke im Deck? Die sind jetzt alle wieder auf 3, nämlich runter, auch die Sergeants. Das heißt, die Sergeants bringen uns nicht mehr viel, außer dass wir einen Sergeant vom Friedhof holen könnten. Was hat er denn da gespielt? Die wird, wenn sie kaputt gemacht wird, kommt sie zurück ins Deck, kriegt dann 3 Stärke. Und der hat sie jetzt halt nochmal gezogen. Der wird die nächste Runde auch nochmal ziehen. Habe ich noch nie so gesehen. Spielt auch kaum einer, kann das sein? Die war mal früher in einem, ich mach mal die 3 rein, früher in einem skellige Deck war die ganz groß. In dem skellige Discard-Deck. Ah. Wird jetzt wahrscheinlich passen, oder? Wobei, ich weiß es gar nicht. Er kann es halt auch noch diese Runde ein bisschen locken. Kommt drauf an, was er vorhat. Wir können eine Einheit noch aus dem Friedhof wiederbeleben. Wir können uns einen Sergeant wiederbeleben und würden auf jeden Fall noch einen Blue Stripes kriegen. Riot! Er mischt immer die Karten wieder rein. Okay, wir buffen unsere Witcher. Wir haben Deadmold auch noch. Witcher und wir holen unseren Witcher. Das war nicht der Witcher. Doch, ich habe den Witcher gebufft. Hoffe ich. Mach mir jetzt keine Angst. Ich glaube, du hast auf den anderen gedrückt. Er hat keine Special Card mehr in seinem Deck. Die Sache ist, ich könnte jetzt Shani spielen. Werde ich auch wahrscheinlich machen. Sure. Spiel noch einen Sergeant. Und hol noch den raus und buff die nochmal. So, zack. Bin ich mal gespannt, ob du den Witcher gebufft hast. I was hoping you'd say that. Will ich auf alle Fälle rauslocken. Ja, ich überlege jetzt noch, ob ich einen Threadbunch opfer oder ob ich gleich einen Witcher spiele. Die Frage ist, was du nächste Runde spielen kannst. Ich könnte auch theoretisch versuchen, ohne Witcher zu gewinnen und nächste Runde Witcher alle rufen. Das wäre halt eher so das Ding, aber die Frage ist, was er noch hat, wenn er noch eine 14er im Deck hat und die dann zum Schluss. Der hat auf jeden Fall noch eine 14er im Deck, davon wird er 3 spielen. Und der wird auf jeden Fall, also es kann auch durchaus sein, dass er entweder eine 14er zieht oder Ciri Dash hat, kann auch eine 14er haben. Ich werde einfach mal auf Risiko spielen. Wir müssen ja auch noch die letzte Runde gewinnen. Ja, deswegen. Okay, er hat sie verbrezelt. Naja, hat sie gut gespielt, so. Naja, aber. Wir machen ihn für nächste Runde, meine ich. Oh, das ist gut. Bufft er die auch noch? Ja, bufft die auch noch um 2. Ah, das ist doof. Wenn wir die spielen, machen wir 3 Leuten 2 Schaden. Der ist kein Crewman, ne?
Das heißt, die macht nochmal 6 Schaden. Plus 13 sind 13 Schaden. Reicht genau um einen nicht. Ihr hättet dann 44. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Witcher rausholen. Oder? Ah, oh, Mist, schade, warte, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah, Deadmold macht 11 Schaden. Wie viel hat die Tretch mit 13, ne? Reicht nicht aus. Wir müssen die Witcher holen. Not much left of that world. Aber wir haben noch eine Karte, aber er wird wahrscheinlich die hier ziehen. Und die wird dann eine 15er sein. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Karte wie Deadmold ziehen, könnten wir noch gewinnen. Wobei, es wird knapp. Wir haben keine starken Karten wirklich mehr im Deck. Ja, Deadmold. Wir haben Deadmold gezogen. Wenn er jetzt die 15er hat... Nein, nein, nein. Willst du zuerst Deadmold spielen, oder? Nee, ich will zuerst die hier spielen. Die macht nur einen Schaden. Das lohnt sich nicht. Hm. Ja. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wobei, es kommt drauf an, was können wir mit Clear Skies holen? Du hast nur gecleared. Ich habe auf Clear Skies gedrückt. War anscheinend kein Rally-Effekt. Ja, das gibt keinen Rally-Effekt mehr. Oh. Das war doch doof. Nur, wenn du Clear Skies spielst, ja. Ich habe nur Clear Skies gespielt. Ja. Das war nicht gut. Aber wir hätten auch, glaube ich, nur die noch diese Weaver im Deck gehabt. Ja. Das ist halt das Dome. Dome? Ja, das Dome. Das ist das Dome. Na, 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 na. Diese Ladezeit. Not all battles need end in bloodshed. Aber das Dead, es funktioniert so, aber es funktioniert, finde ich, noch nicht so flüssig. Oder es war jetzt die erste Runde. Oh Gott, wir haben dreimal die Sergeants. Den brauchen wir erstmal gar nicht. Nein. Kitzel, nein, der Kill ist gut. Wir haben einen Witcher, wir haben Brand, wir haben die Trail Bunch. Wir haben eigentlich, finde ich, eine gute Hand. Natürlich machen wir erstmal das ganz klar. Aber guck, das ist so in der ersten Runde. Die Goldkarten sind rechts, dann kommen die Silberkarten und dann kommen die Bronzekarten. Das heißt, der wird hier seine Goldkarten haben. Wenn er jetzt aufdeckt, muss er es klug machen und die hier aufdecken, dann sieht er die Goldkarten, die wir haben. Das finde ich, dass sie es nochmal ein bisschen ändern müssten. Das müssten seine Goldkarten sein. Ich glaube, das haben aber noch nicht alle geblickt. Ja, das ist aber ein riesen Buff-Vorteil, sag ich mal. Stand and fight. It's time. Oh, wir ziehen nochmal 2 Karten, das ist nicht so schlecht. Wir ziehen natürlich noch einen Witcher, aber naja. Und ja, noch eine Infanterie. Kannst du nächste Runde wegpacken. Simplify. Zack. Ich habe jetzt extra, also wir haben jetzt genau 20 hier auf der Reihe. Dass dir das nicht nochmal passiert? Nee, aber selbst wenn er jetzt... Okay, jetzt hat er die genervt. Er hat die beiden aufgedeckt. Er sieht, wir haben die Witcher. Wir können jetzt noch einen Sergeant spielen. Stand and fight. Die werden jetzt natürlich nicht mehr gebufft, weil die genervt wurden. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass er einen Brand hat. Also wir haben ja auch dieses Reveal-Deck ohne Brand gespielt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass er einen Brand hat. Na, die hat auch eins gesetzt. Mein Gott, ist dann halt so. Die wird sowieso nicht wegen dem Effekt gespielt. Du meinst wegen der Stärke? Ja. Deswegen ja, mein Gott. So. Er wäre, glaube ich, besser gefahren, wenn er die Witcher runtergesetzt hätte. Das war jetzt relativ doof. Jetzt können wir nämlich nicht mehr die Thread Bunch holen. Wir könnten jetzt theoretisch... Ich würde die ganz gerne noch ausspielen. Wir haben davon noch eine auf der Hand, das ist halt... Ne? There's been a mistake. I'm no mage. Na, jetzt sieht er den Brand. Aber der Brand... Wir könnten jetzt theoretisch den wegbrennen. Die Frage ist, würde es uns viel bringen? Nein.
sich eigentlich auch so. Wobei er jetzt sieht, er sieht vorsichtiger, jetzt also theoretisch macht es keinen Unterschied, es sei denn, du wartest darauf, dass er einen Fehler macht. Ich spiele es aus. Ja. Also das hat ja schon mal nicht funktioniert, dass er das nochmal gemacht hat, so. Darum ist halt auch Philippa besser, weil die würde garantiert jetzt, also die hätte mehr als 8 gemacht. Oh, guck mal, er kriegt die ganze Reihe weg. Er spielt doch einen Brand. Alright. Ich spiele nochmal die aus. Utter your wish and I shall make it so. Okay, wir haben keine Crewmänner. Haben wir den Clear Skies Wettereffekt eigentlich mit reingenommen? Den Typen haben wir gar nicht mit reingenommen. Nee. Wir haben keine Crewman, oder? Nee, kein Crewman, Crewman, kein Crewman. Doch, der hat Crewman 1. Ich hoffe, er killt nicht die Thread Bunch, weil dann können wir den nochmal spielen. Okay, er macht 4 Schaden. Okay. But we're broke as shit peddlers. Wollen wir die hinten oder vorne angreifen? Wir greifen vorne an. Greetings. What is it? Ja, wir haben allerdings nichts mehr. Wir könnten noch höchstens den hier spielen. Tomfoolery, enough! Kannst du definitiv noch rauslocken, wenn wir die Runde haben. Ja, er wird das die. Das merkt man. Er wird die Runde kriegen, so. Deswegen will er die Runde haben. Er hat noch die Spotter halt, so. Er könnte nächste Runde kriegt er ganz leicht. Das ist doof. Ich hätte mich nicht so locken lassen sollen. Ja, also die Sergeant Buffer, die sind eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch spiele oder was hatte ich. Okay, wir haben die, das ist gut. Den will ich nicht haben, den brauche ich nämlich nicht, den Weaver Scout. Shani ist gut. I'm impressed. Naja, er hat unser Detmold. Thank not me. Thank you too late. Ja, wir haben keine starken Karten mehr, so unsere Sergeant Buffer sind halt weg, so ich will die 3 reinpacken. Ich denke, wollte ich gerade sagen, er gibt dir die Runde. Ich könnte jetzt theoretisch auch nur Detmold spielen, das wäre glaube ich gar nicht die schlechteste Idee. Ja. Und die wegblitzen, weil. Potzblitz. Zack. Das Dumme ist jetzt halt noch, er hat noch eine 17er und das wird nicht der einzige Spotter sein, nee, den er hat. Wir hatten unseren Brand weggelegt. Wir haben den Brand wieder zu früh gespielt. Den Beaver Scout bringt uns gar nichts. Gut, er hätte jetzt aber, das ist ja nicht das Ding, er hätte jetzt immer einen Spotter auf eine andere Reihe setzen können. Also hätte der Brand auch nichts gebracht. Don't teach your grandma to suck eggs. Die Witcher haben genauso viel Stärke wie ein Spotter. Okay, reset the unit with space power. Ich würde sagen, wir retzen auf jeden Fall wieder einen Sergeant. I've killed for less. Wir haben gar keinen Blue Stripe. Schon alle im Friedhof, wa? Na, die Weaver Scouts gefallen mir nicht so in dem Deck. Die sind zwar relativ cool, um Sachen rauszuholen, also wir hätten mehr Reaver Scouts, den müsst ihr am Anfang mehr auf der Hand haben. Er hat gewonnen. Die gefallen mir irgendwie nicht so ein Deck. Also ich weiß nicht, die haben nicht so den Effekt, wie ich ihn gern gehabt hätte. Bis jetzt. Du kannst ja nochmal kurz rausnehmen, was anderes reintun und dann gucken. Naja. Oder du spielst vielleicht nur 2 Reaver Scouts. Ich überlege gerade mal, ich habe nämlich noch eine Idee, was man stattdessen spielen könnte. Falsches Ding.
Was vielleicht auch, glaube ich, noch mehr zu diesem Buff-Aspekt reinpasst. Erstmal würde ich ganz gerne. Ich finde die Witcher-Kombos. Also, ich weiß nicht, Geralt Igni raus. Ich nehme mal Geralt Igni raus. Und pack erstmal Philippa rein. Die gefällt mir schon besser. Avalach hat jetzt auch nicht so den großartigen Effekt. Aber wenn wir schon Avalach drin haben. Ich überlege, ob ich auch hier eine Threat Bunch rausnehme. Oder zwei Weaver Scouts. Es gibt nämlich Bronze, genau. Wo war die? Hier. Field Medic. Field Medic haben sie ja geändert, die retzt keine Karten mehr, sondern die nimmt eine Bronzeneinheit, die wir auf dem Feld haben, und packt sie zurück ins Deck und es kommt eine andere random Bronzeneinheit aus dem Deck. So, das heißt, die wird halt auch noch gebufft. Ich kann auch theoretisch, warte, ich versuch's einfach mal. Dann kannst du aber den Weaver auch rausnehmen, weil dann kannst du ja... Ich kann auch die Weaver reinpacken. Ich will's mal so probieren. Jetzt haben wir zwar 28 Karten im Deck, aber vielleicht funktioniert es so. Wir haben ja auch noch die Zielkarten. Mal gucken. Kann ja gut möglich sein. Weißt du, dann können wir nämlich die Sergeants können wir nochmal zurück ins Deck reinpacken und könnten die dann theoretisch nochmal ziehen und so weiter und so fort. Ob das jetzt so klappt, wie wir uns vorstellen, weiß ich nicht. Dann müsstest halt nur wahrscheinlich erstmal deine... Ich sag mal, anderen Dreierkarten raushauen, dass du die nicht irgendwie holst. Die Hand gefällt mir eigentlich ganz gut. Na, die sind ja blöd. Watch and learn. Der hat schon mal direkt zwei Karten gespielt. Den brauchen wir auch nicht. Das ist eine ganz gute Hand. Damit komme ich klar. Kann er doch eigentlich gar nicht, wenn du noch raussuchst. Doch, weil wenn du die abwirfst, können sie gespielt werden. Nein, nein, ich meine... Eigentlich sagt er immer, der Gegner sucht noch nach Karten. Ja, aber wenn er die abwirft, werden die sofort gespielt. Von daher. Wie? Er wirft die ab beim Neuziehen, oder wie? Nee. Die werden statt ins Deck zurückgepackt, werden sie ausgespielt. Bei so... Also... Das ist aber echt, also... Oh, die macht Schaden an meine Reihe. Also ich finde, die sollte nicht zum Anfang wirken. Okay, hier steht extra nur Ally, sonst hätte ich den zurück ins Deck geschaufelt. Ich spiel mal den hier jetzt. Buff mal alle um einen. Wie viel Schaden macht ihr die denn? Zwei. Aber das wird bestimmt nicht die einzige sein, die er davon hat. None shall tread on us. Die werden jetzt auch nicht mehr gebufft, das ist das einzig Kritische. Ja gut, das ist scheiße. Now we will see who is weak. Okay. Jetzt wäre zum Beispiel Geralt Brand vielleicht doch gar nicht so schlecht gewesen. Dann hätten wir nämlich die hier wegkriegen können. Weißt du, was du anfangs nicht gemacht hast? Volltest gespielt. Ich weiß ganz genau, was das für eine Ambush-Karte ist. Wir können ja voll das noch spielen. Close ranks. Ist ja nicht verboten. Er bufft nur nicht Kreaturen auf dem Feld. Ja, deswegen spielst du ihn ja ganz zum Anfang. Ja, stimmt. Das ist, ich dachte, er boostet die auch noch auf dem Feld. Ja, das ist halt der größte Fehler, den man halt machen könnte. Eigentlich kannst du das Ding aufgeben. Jetzt ist eh alles gelaufen. Nee, wir spielen ihn noch zu Ende. Ja, ich weiß nämlich ganz genau, was das für eine Karte ist, die er da hat. You one of us or not? Das müsste jetzt reichen. Oh, was für ein Zufall. Oh, was hätte das wohl für ein Secret sein können?
Und er so wie bei Yu-Gi-Oh! Was? Woher wusstest du, was schon meine verdeckte Karte ist? Wow. Ich hasse diese Reaver Scouts. Die müssen raus. Die bringen den. Ja, okay, jetzt haben wir einen Witcher. Die bringen halt nichts. Ich spiel die Witcher. Mach ich auch. Tomfoolery, enough! The Witcher. Peace with humans? I buy that. Okay, Das ist halt wieder so eine The Witcher Card Game Runde. Huhu, IT Gamer. Huhu. Ganz schön spät. Was ist denn das? Es ist 11. Ja, okay, wir wollten auch nicht mehr so lange machen. Wir testen gerade Witcher Patch aus. Kam Patch, aber wir sind hier gerade gnadenlos am Verkacken. Ich weiß auch warum. Sei still. You one of us or not? Ich hätte besser aufpassen sollen und sagen sollen, nein, stopp, spiel Volltest. Ja, warum bist du eigentlich bei der... Weil hier die Flasche steht, ich sehe, hab das nicht gesehen. Nein, warum bist du bei der Folge nicht mehr dabei, weißt du, du sagst halt nicht, du sagst immer nur so, ja, kann man machen, ja, kann man machen, also, aber nie, hey, du hast einen Fehler gemacht. Doch, mach ich doch, hab ich ja, okay. Dir doch gerade gesagt. Ja, also, ich hab ein bisschen länger Rainbow gezockt, ja. Passiert. Ich hab bei dem Steam Sale, jetzt war ja Steam Sale, habe ich geguckt, ob die irgendwie so diese Rainbow-Pakete mal haben, dass ich mir vielleicht mal andere Operator kaufen kann. Hatten sie die, nicht nee, die haben nur das ganze Spiel nochmal verkauft. Das ist halt so für den Arsch. So, pass auf, jetzt spielen wir den hier, packen den zurück ins Deck und kriegen wir nochmal einen. Ne, wir kriegen die ist gut. Ja, damit rechnet er nicht, wir machen den gerade vollkommen fertig. Okay. Philippa, mach deine Arbeit. Na, siehst du, hat doch gar nicht schlecht Schaden gemacht. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt würde ich sagen, muss er aufholen und wir holen uns die nächste Runde. Ja. Ja, ich wusste aber auch nicht, dass die 15-Euro-Version so langsam die Typen gibt. Aber die andere Version kostet halt, oder hat fast 40, 50 gekostet. Zum Testen reicht die 15-Euro-Version. Ja, das Problem ist an der 15-Euro-Version, wenn du nicht viel spielst, kriegst du einfach keine neuen Operator. So. Und ich habe jetzt, glaube ich, so 2-3 Streams. Gut, wir spielen immer nicht so lange, aber ich habe bis jetzt keinen neuen Operator bekommen. Wenn du das Spiel viel spielen würdest, aber ich mache das ja auch nicht, dann kriegst du die halt relativ schnell. Ja. Oh, mal sehen, was er noch spielt. Ich hätte einfach jetzt im Steam-Sale die richtige kaufen sollen für, weiß nicht, 30 € oder so. Da hätte ich mir weniger Stress erspart, dann hätte ich vielleicht noch was anderes. Ah, guck mal, er hat auch noch Witcher. Oh, er hat noch eine Witcher auf der Hand, das ist gut zu wissen. Ja. Er muss noch eine Karte spielen. Wir können die Runde noch gewinnen, obwohl wir so verkackt haben. Merkst du das? Wir haben den gerade richtig so, ja? Ich glaube, er war einfach wieder verwirrt. Was tut er da? Die kostet jetzt 23. Die hat, glaube ich, 23. Ja, beim Steam Sale. Ja. Nee, die war nicht ganz so toll. Oh, guck mal, du kannst Karten ziehen. Aber will ich das machen? Ich glaube, es bringt nichts. Also doch, das ist gut. Ah ja, stimmt. Wir haben gerade eine ziemlich gute Hand, finde ich. Die Sache ist, wir hätten es nicht machen sollen. Nein. Oh, er packt die. I was hoping you'd say that. Ist jetzt die Frage, wir haben ja noch diese Karte im Deck, dass wir eine Karte aus unserem Deck rufen können. Das heißt, ich kann jetzt zwei Möglichkeiten machen, beide sind gleich abgefuckt, weil wenn ich jetzt Avalach spiele und wir ziehen diese Karte nicht, die anderen ruft, sondern sagen wir mal zwei Reaver Scouts, dann haben wir halt Arschkarte. Wenn ich jetzt die drei Witcher zurück ins Deck packe und sie buffe und wir ziehen zwei, haben wir auch eine Arschkarte. Du hast auch noch 7 Karten im Deck. So. Du meinst wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir die Witcher zurückpacken, buffen und dann nur einziehen? Ja. Okay, dann machen wir das. Aber bei unserem Glück. Ja, bei unserem Glück, da wird dann wieder, weißt du, da kommen gleich 3 Witcher. Du siehst so 2 Karten und kriegst alle 3 auf die Hand. Das wäre der Hammer. Hallo und herzlich willkommen bei Gwent. Oder auch, wie macht man's nicht? Nein, Gwent, da wird die Karte gehen. Unsere Tricks werden uns nicht retten. Wir legen uns gerade voll mit dem an. Oh, wir haben sogar noch so einen Tarchen-Buffer am Deck. Vielleicht ziehen wir den auch. Wer weiß das schon? Das Ding ist, weißt du, was ich doof finde?
dass dein Gegner auch sieht, wie viele Karten du noch im Deck hast. Ich finde das gar nicht so schlecht. Was machen das? Ja, noch 5 Karten im Deck. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Er reißt dir den Arsch auf. Na, ziehen wir nochmal 2 Karten, ne, Junge? Zu gelacht, wären das beide Witcher gewesen. Wir haben gar nicht, was habt ihr noch so? Wir haben nur Darkest Dungeons gespielt, also wir haben heute nur eine ruhige Runde gemacht. Wir haben heute keine Scheune gebaut. Oh, er hat noch einen Brandeffekt, aber der Brandeffekt ist doof, weil er kann die Karte, die jetzt umwandelt, nicht spielen. Merkt er auch gerade. Ich glaube, er hat gar nichts umgewandelt. Er hat es sein gelassen. Okay, warte mal. Wir haben noch einen Sergeant. Wir könnten noch theoretisch einen Weaver Scout. Ich spiele erstmal den Sergeant Buffer. I killed for less. Riot! Watch and learn. Oh, das wird knifflig. Die Frage ist, was wir jetzt retzen könnten. Wir könnten den Shuffle back into your deck and play whenever once. Wobei, die bringen uns auch nichts. Wenn wir den spielen, haben wir nur einen von, ne? Oh, ne, wir haben da noch 2 im Deck von. Wir könnten ihn halt natürlich auch schwächen. Wir haben ja den... Es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit mehr, das zu gewinnen. Die Witcher sind stark. Die Witcher sind stark, aber die Frage ist, was er auf der Hand hat. Ein Rallye-Effekt. Ich krieg noch einen Achter. Was auch sonst, du musst versuchen, irgendwie zu schwächen, anders geht's nicht. Wenn ich jetzt den ritze, haben wir 7 Stärke dazugekommen und der Gegner verliert 6. 71, wir gewinnen 7, reicht nicht. Ich könnte höchstens mit Field Medic Action versuchen. Soll ich Field Medic? Wir müssen halt irgendwas machen, weißt du? Ich mache jetzt einfach Field Medic Action. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr, das zu gewinnen. Da ist ein Field Medic. Sollen wir es wirklich machen? Wir haben keine andere Möglichkeit. Los. So. Okay, ich spiele Field Medic. Wir packen die zurück ins Deck. Ziehen den Weaver Scout? Okay. Field Medic! Packen. Das passiert nichts. Oh. Nee, der Effekt mich getriggert. Das ist nur, wenn du die von der Hand spielst. Oh. Weißt du aber, wenn dein Gegner beim Start Karten ins Deck zurückmischt, das funktioniert! Okay. Also das Spiel hat ziemliche, Defizite. Wir hätten auch überlegt, ob wir diese Runde noch Overwatch spielen, aber... Ja, mein Gott. Okay, das Deck ist... Ich weiß nicht, wir gewinnen eine Runde immer, aber erstmal nehme ich die Weavers raus. Die Weavers sind doof. Jetzt überlege ich, ob ich 3 davon drin behalte. Ich könnte auch noch was zur Schwächung reinnehmen. Ich könnte noch einen Brand reinnehmen. Die Witcher-Kombo gefällt mir eigentlich auch nicht so. Die braucht halt relativ viel... Was? Ich würde mal gucken, was du noch so für Kreaturen hast. Oder beziehungsweise Ritter? Ja, muss halt alles so auf dieser Dreierreihe sein. Ja. Sein. Ich würde sagen, wir spielen nur noch eine Runde. Wenn nicht, gucke ich nochmal. Vielleicht werden wir das Deck nochmal anpacken und ich werde es vielleicht ein bisschen ändern. Was mit denen? Ja, die sind nicht so toll. Damit können wir die halt zurück auf die Hand nehmen und nochmal ausspielen. Die Weaver Hunter könnten wir höchstens. Das würde auch funktionieren, ja. Aber dann würde ich, also wenn ich jetzt 3 Weaver Hunter reinnehme, wobei, ja, ich müsste halt irgendwas dafür rausnehmen, so. Wenn ich die Weaver Hunter reinnehme, würde ich die hier vielleicht wieder rausnehmen. Weil dieses mit dem Zurückpacken und dann wieder ziehen hat nicht so geklappt. Hat nicht wirklich geklappt, nein. Nein, da würde ich aber auch wieder die Scouts spielen, so, weißt du. Wenn ich sage mal, ich nehme jetzt die 3 hier raus, pack dafür die 3 hier rein. Das wäre vielleicht sogar sinnvoller, wenn du da die Scouts spielen würdest. Den Siege Support könnte ich auch noch spielen. Ah, habe ich zu wenig Armor. Ah, ist alles so eine Frage. Ich will es nochmal mit denen versuchen, nur mit dem Scout. Weil bis jetzt haben wir, glaube ich, mit dem Deck noch keine Runde gewonnen. Maximal 2 Scouts, ich würde keine 3 reinnehmen. Sicher? Was haben dir die 3 jetzt insgesamt gebracht? Stimmt. Also
Ich meine, wenn du merkst, oh cool, funktioniert gut, pack den dritten gerne noch mit rein. Aber so finde ich halt, dass es nicht viel. Wir probieren es mal mit zwei. So, wenn es mit zwei nicht klappt. Ja, ich werde das Deck vielleicht nochmal. Vielleicht spielen wir es noch am Montag, vielleicht aber auch nicht. So, was machen wir jetzt als erstes? Aufgeben. Aufgeben. Opa, seit wann bist du Franzose? Nee, ich weiß nicht, ob wir das Deck nochmal zeigen oder ob wir vielleicht ein anderes Deck zeigen. Müssen wir mal gucken. Homemade Lasagne. Homemade Lasagne. Erzählen die Leute aber wenigstens mal, wie lange das dauert, eigentlich so ein Deck zum Laufen zu kriegen, weißt du? Okay, die sind doof. Den Weaver Scout haben wir schon mal. Dandelion haben wir schon mal. Wir haben die drei. Wir haben alle drei Weaver Scouts. Toll. Weaver Hunter. Ja, Weaver Hunter. So, wir haben zwei Witcher. Wir wollen nur einen Witcher haben. Die dritte. Wir haben keinen. Ich wiederhole, wir haben keinen einzigen Sergeant Buffer. Und das in einem Sergeant Buff Deck. Wir können auch diesmal die erste Runde mit den Witchern spielen. Ja. Trotzdem musst du erst Volltest spielen. Sehr gut. Jetzt mittlerweile weiß ich es ja. If it's peace you desire, the peace. Na, kennt er den Trick? Er hat unsere drei Silber. Ja, siehst du, er hat unsere drei Silber. Er kennt den Trick. Die sind aber auch die Spells so. Close ranks! Müsste man eigentlich mal anschreiben, dass sie das ändern sollen. Oh, guck mal, er hat Dandelion gesehen. Ja, finde ich auch, dass sie es irgendwie ändern sollten. Ich werde mal die Witcher spielen. I'm in no mood to talk. Schreibt das doch mal in einem Forum rein. Ja, wusstet ihr schon, dass. Was denkst du, wie viele das abfuckt? Ich glaube, darauf haben bestimmt noch nicht alle geachtet. I live to serve. Zumal ja alle auch nicht Nilfgaard spielen. Oh, guck mal, wir haben eine Karte gezogen, das ist gut. Sehr gut. Wow. Stand and fight. Greetings. What is it? Unsere Karten sind weg. Oh, der Kommissar will hier. Guck mal, der Kommissar will hier. Ich spreche so ein bisschen Japanisch, ne? Das Dumme ist halt nur, wir kriegen den dritten Sergeant nicht aus dem Deck. Brauchst du erstmal einen zweiten? Death to the enemy! Naja, ah da wird halt alles, das ganze Feld nochmal buffen. So, das mittlere Feld wird jetzt wieder sehr brandanfällig sein. Und der wird jetzt einen Brand haben. Ja. Jetzt können wir gar keinen mehr spielen, aber das ist nicht schlimm, weil der Brand ist weg. Und jetzt können wir die Weavers ausspielen. Sehr schön. Wenn er jetzt passt, ist es natürlich doof. Wobei, wenn er passt, ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Er würde aber nicht passen. Dafür brauche ich schon zu lange. Wenn er jetzt passt, hätte er natürlich. Er hätte uns ein bisschen, sagen wir mal, an den Eiern, weil unser Trio wäre kaputt. Und ja. Vielleicht macht er auch Lasagne nebenbei. Nur weil er Homemade Lasagne heißt? Sagt mir so ein Gefühl. Ja, improvise. Oh nein. Na, das war richtig schlecht. Will er sich die wieder rüberziehen? Die sind alle weg. Naja, aber will er sich Lido wieder rüberziehen? Kann er nicht. Aber er kann ihn zu einer Einsatzkreatur machen. Wenn er jetzt die Dimitriums-Format. Ich hatte doch gesagt, dieses Reveal-Deck ist jetzt nach dem Patch gar nicht mal so schlecht. Ja. Das war aber schon boom, nach dem Patch siehst du nur noch Zwerge und Nilfgaard. Ja, Nilfgaard hat jetzt halt dadurch, dass Skellige so extrem genervt wurde und Monster teilweise genervt wurde, ist natürlich jetzt Nilfgaard relativ stark. Okay, ja, zwei locker. Aber das passiert denen immer wieder. Die nerven irgendwas und dann ist ein Deck, was total aggressiv ist. Wobei, es hält sich noch in Grenzen bei dem Reveal-Deck.
Es ist einfach so, es wurde jetzt komplett umgestellt, so das ganze Wetter ist weg, jetzt muss erstmal wieder die Meta neu definiert werden. Das hast du aber schon öfter gehabt, so. Überleg mal, wie das Wetter auch zu Anfang war, wie OP das zu Anfang war, wie das jetzt alles geändert wurde. Let's dance. Lass uns tanzen. Aber mit mehr Spielern, was wir jetzt auch in der Open Beta haben, kommt halt mehr Meta. Er hat es nicht mitbekommen, dass es genervt wurde. Es macht jetzt noch die Basisstärke. Er hat den aufgedeckt und dachte, der wäre komplett weg. Tja. Wrong. Another mistake. Ja, jetzt hat er es mitgekriegt. Ja. Wir haben schon zwei davon drin und wir haben Sergeant. Davon hätten wir noch einen. Aber wenn ich jetzt sie spiele, wird der auch rauskommen. Die Frage ist, können wir gewinnen, wenn wir... Aber was könnte ich jetzt noch in dem Deck boosten? Ja, ich mach das mal. Oh, wir sind immer noch in der ersten Runde. Hm. Wir sind immer noch in der ersten Runde. Ich weiß nicht, ob in dem Weg jetzt... Wir haben jetzt, also unser ganzer Dampf ist jetzt... Er hat die Dimitriumsbombe. Wow. Ich würde die Runde ganz gerne haben, aber wir können nichts mehr spielen. Wir könnten höchstens noch den Beaver, dann haben wir den nächstes Mal weg. Okay, wir haben nichts mehr von den anderen gleichen im Deck. Das war doof, das war relativ doof. Wir können uns jetzt die Runde holen. Die Frage ist mit was? Wir könnten noch einen Sergeant Buffer spielen. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann könntest du ihn jetzt noch rauslocken in der nächsten Runde. Aber mit was? Dann kann er halt kein Spiel unspielen und einfach passen. Ich würde ganz gerne die drei halt wieder zurück ins Back packen. Das sind halt die schlechten Witcher dann mit 6er Stärke jeder. Aber dann, wenn ich jetzt Nineke spiele, sind die weg. So, Dandelion will ich mir auch aufheben. Und die brauche ich, um die halt auch irgendwie wieder zu ziehen. So, wir haben nichts großartig, womit wir jetzt die Runde gewinnen können. Aber die Witcher sind doch schon im Friedhof, oder? Die Witcher sind alle weg. Die sind komplett weg. Ach, die wurden verbannt. Weg. Das ist dumm. Was halt. Hast du denn im Friedhof? Ja, nichts. Wow. Wofür brauchst du dann noch eine Necke? Die drei wieder zurückzupacken. Ich pass mal. Er wird jetzt ein Spion spielen und passen. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben nichts mehr wirklich großartig im Deck. Die Treadbunch haben wir noch. Oh, Philippa haben wir noch. Die ist nicht schlecht. Wie viel Schaden macht die 14? Würde ich vielleicht sogar ganz gerne alle behalten. Weil wir kriegen eh nichts Besseres mehr. All is in place. Okay, er bufft die nochmal. Scheiß in Tö! Scheiß in Tö. Nasty wounds those, but you'll live. Okay, die sind noch gelockt, das heißt, die bringen uns nicht. Aber die kommen alle wieder, wenn man eine spielt. Das ist jetzt unsere einzige Hoffnung, so auf die Mini-Witcher-Kombo. Das Dexum funktioniert nicht so ganz, wie ich es mir gedacht habe. Gucken, ob er passt. Also bei Philippa solltest du gucken, dass du die möglichst spät spielst. Ja, natürlich. Selbst wenn er jetzt passt, dann spielen wir Dandelion, haben gewonnen. Ich denke, er denkt, er kann noch gewinnen. Wir könnten jetzt auch theoretisch Philippa spielen. Und dann hast du aber in der nächsten Runde seine ganzen Großen. Ja, also die Großen werde ich nicht mehr richtig wegkriegen. The Quill is mightier than the sword. Ich weiß nicht, wir müssten halt jetzt, um zu gewinnen, müsste ich jetzt noch Philippa spielen, die Treadband schwerfen in die nächste Runde ab, kriegen noch einen Sergeant, dann haben wir zwei Sergeant, da haben die uns gegenseitig gerufen. Es hat alles verknifflig. Ich spiele noch Philippa. Wenn er jetzt halt noch einen Spotter hat und noch einen Spotter, haben wir halt verloren. Wieso haben die Spotter eigentlich um einen gebufft? Macht gar keinen Sinn, oder? Macht relativ wenig Sinn. Sehr relativ wenig Sinn.
Oh, guck mal, Spotter, der kann sich immer buffen. Hier, du kriegst noch einen Punkt. Ah, das Wettereffekte sind zu stark. Weg mit den Wettereffekten. Ja, das ist... Ich weiß nicht. Da sitzen bestimmt so alle an einem Tisch. Wir brauchen neue Effekte oder Buffs oder Also Nerfs. Ich finde, es ist halt schwer, diese Wettereffekte zu balancen. Man hätte vielleicht wirklich so dabei bleiben können, wenn ich jetzt den spiele, reicht es nicht. Ich muss die rufen. Ja, dann oder den. Das müsste auch reichen, oder? Du kannst zumindest noch einen wegdingsen. As you come on, Your Majesty. Na, was sagst du nun, Harry Potter, Spotter? Ja. Wir müssen jetzt auf jeden Fall eine von den Dreier-Kombos ziehen, sonst haben wir verloren. Okay, boah. Ja, aber wollen wir die haben? Was haben wir sonst noch? Na, noch so eine Dinge. Und wenn du noch so einen ziehst, wow. Ich dig die mal ab. Das war so klar. Weißt du, wir haben 8. Ich hab's dir gesagt. Wir haben 8 Karten in der Decke, hab 2 davon. Oh, die Chance war halt relativ gering, ja. Das Ding ist. Er wird noch 1 oder 2 Spotter haben, dann haben wir eh verloren. Weil die Spotter sind. Also ein Spotter ist. Ja, wir haben nochmal einen von denen. Ein Spotter ist stärker als die Dreier-Kombo. Nein, fast. Okay, um 2, ja, wow. Wir haben trotzdem keine Chance mehr. Das Deck ist bis jetzt ziemlich schwach. Wir müssen noch was ändern. Vielleicht werden wir es Montag nochmal spielen oder irgendwie so. Aber bis dahin musste ich da halt ein bisschen mal reinspielen. Ja, hier ist ein gutes Game. Dicke Wurstfinger. Das Deck ist bis jetzt, finde ich, ja. Man müsste halt mal gucken, was wir noch so rauswerfen. Ja, das Review-Deck ist ziemlich stark geworden, finde ich. Vor allem, du siehst es jetzt auch nur nach dem Patch, weißt du? Die ganzen Matches, die wir gemacht haben, wir haben 2-mal Scoia'tael und 2-mal Nilfgaard. So, davor hast du halt nur gegen Skellige und gegen Monster gespielt. Und ab und zu mal Zwerge. Also der Patch war... Zwerge hatten wir gar nicht. Wir hatten zweimal dieses Abwurfdeck. Das Problem ist halt irgendwie, diese ganzen... Abwurfdeck, ganz zum Anfang, diese Karten, die du einfach... abwirfst, die du halt einfach nur ins Deck reinmischst, das ist so billig irgendwie. Das Problem ist jetzt halt, du hast keine großartigen Möglichkeiten mehr, die Feinde zu schwächen, oder? Weil, also langfristig, Wettereffekte sind weg und die anderen Schwächungskarten, die man noch hat, die wurden nach ja Regen, auch alle... Regen, oder? Regen wäre der einzige. Ja, nee, also die sind weg und man hätte noch die hier irgendwie, also Brand, Epidemic und, ja, ich weiß nicht. Aber Regen ist ja immer die schwächsten Einheiten, oder? Ja, aber 5 und die müssen dieselbe Stufe haben. Ach so, ab 5. Wow. Nee, nicht oder? Ab 5, sondern wenn du jetzt eine 1, eine 2, eine 3 hast, schwächt es natürlich nur die 1er. Macht so. Bis zu 5. Ach das so. Sind die alten Effekte, bis zu 5. Und es macht maximal 5 Schaden. Okay. Also ich finde halt so, das ist ganz schön billig geworden. Also es ist, und auch Frost macht nur noch die schwächsten 2 und Nebel der stärksten 2. So diese ganzen Wettereffekt-Dinger sind halt weg. So Probleme mit den Wettereffekten haben, dann sollen sie rauswerfen. Rauswerfen und irgendwas Neues dafür rein. Weiß ich nicht. Also das ganze Ding ist halt immer so, erst sind die überstark und dann werden sie wieder... Ist halt die Frage. Das Problem ist jetzt, du merkst es halt irgendwie schon, so die Decks, die ihre Kreaturen am stärksten immer buffen können, also die, wenn du eine Karte abwirfst oder die, wenn du eine Karte aufdeckst, die werden jetzt relativ häufig gespielt. Natürlich, warum? Weil es keine Schwächungseffekte mehr gibt. Das heißt, der, der seine Karten am stärksten hochbuffen kann, gewinnt. Das ist jetzt Witcher the Card Buff Game. Ja, Witcher the Card Buff Game. Aber es ist halt noch Open Beta, also die gucken mal, was passiert. Ja, das ist ja okay. Die können das halt alles noch ändern. Aber ich glaube halt wirklich, wenn die halt wirklich die Wettereffekte nicht in den Griff bekommen irgendwie. Die müssten einfach, weißt du, was ganz gut wäre? Die müssten vielleicht, die Wettereffekte sind ja auch teilweise an Karten gebunden. Also die Wild Hunt Decks konnten Frost spielen, die Monster Decks konnten halt Nebel spielen. Sowas müsst ihr wegmachen. Wenn man wirklich einen Wettereffekt hat, der ist zwar noch stark, der macht zwar immer noch die stärksten Einheiten, aber du kannst den nicht mehr mit Kreaturen rufen, weil das ist dann zu stark wieder. Das wäre eine Möglichkeit. Dass du halt wirklich nur diese Karten hast und dann werden aber auch viele Decks halt useless. So Wild Hunt oder so. Weiß nicht, da hast du ja viel mit Monstern auch beschworen, den Frost-Effekt.
Ja, gut, oder andersrum. Vielleicht bei ein oder zwei können sie es halt noch so lassen. Also jetzt, ja. Ja, ich weiß nicht, dieses Monster-Deck mit den allgemein Monster-Werke, ja, die Focklinge oder so, die sind jetzt, ich glaube auch nicht mehr, dass du die noch großartig spielen kannst. Weil, wie gesagt, der Nebel ist relativ schwach so und der Nebel rechtfertigt nicht mehr dann einfach diese Focklinge zu holen. Was wir noch ändern sollten. Der Vorteil ist, der Wetter wird jetzt, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr weggeklärt, weil du hast es gesehen, also es gab noch diese Clear Sky-Effekte. Also die so, haben Clear Skies aber auch noch im Deck für Rally halt. Oder für Ragnarok, weil vielleicht wird jetzt Ragnarok wieder heute. Oder Ragnarok, ja. Also Clear Sky ist noch da, aber die Wettereffekte sind halt eben nicht mehr so da. Vielleicht waren es jetzt auch noch ein paar alte Decks, ne, die noch nicht erneuert worden sind. Das kann halt auch natürlich sein. Ja, keine Ahnung. Also, ich müsste halt einiges noch verbessern, so wie mit den Handkarten, dass du halt an einer Seite die ganzen Goldkarten hast und überhaupt. Das sollte dann halt für den Gegner zumindest so random sein, finde ich. Ja. Weil sonst kann der halt einfach immer das aufdecken. Wenn beim Reveal-Deck ist es halt ganz kritisch, der deckt einfach deine linksten Karten auf und hat dann direkt, sieht da sofort deine Goldkarten. Das macht halt sehr viel kaputt, finde ich noch. Das müssten sie noch ändern, so. Egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber mal Schluss mit dem Stream, weil es auch schon wieder 20 nach 11. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Deck überarbeite oder ob ich ein neues Deck spiele bis Montag. Vielleicht können wir ja einfach mal eine neue Meta spielen. Ja, eine neue Meta, aber ich weiß jetzt nicht, woraus die Meta besteht. Wir haben aber dieses Abwurfdeck haben wir auch noch nie gezeigt. Dann spielen wir vielleicht das. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Abwurfdeck ist gut. Oder ich gucke nochmal, ob ich dieses Sergeant-Buffer irgendwie überarbeite. Aber das kostet halt, also du hast es gemerkt, weißt du, so ein Deck erstellen ja, und dann damit ja, spielen, klar. Das kostet halt immer so ein, zwei Stunden Zeit. Das ist halt relativ ätzend. Ich will aber sagen, jetzt haben wir gerade noch einen vierten Zuschauer. Wir gehen jetzt aber weg. Wir müssen jetzt leider gehen, ja. Ja, wir machen jetzt Schluss. Ist halt, natürlich weiter Gwent gucken wollt, guckt auf unseren YouTube-Channel. Ja, wobei die ganzen Folgen, die da sind jetzt auch alle nutzlos, weil sind die ganzen nutzlos, Karten ja. geändert wurden. Der ganze Patch hat ja alles. Wobei ein paar kann man sich halt noch angucken, zum Beispiel das. Das Aufdeckung, ja, aber Kambi ist tot. Kambi ist tot, aber. Monsterwetter ist das tot. Das Nilfgaard-Deck ist noch da. Das kann man noch spielen, das Aufdeckungsdeck oder man auch die noch Zwerge. Ja, aber sonst, das sind die einzigen Decks. Das andere haben wir noch nicht gespielt, wollen wir aber noch spielen. Welches? Das Sochatel? Squirtel. Sochatel? Ja, wir gucken mal. Na gut. Ich würde sagen, das war's aber auch erstmal soweit mit dem Stream. Schon wieder 2-3 Stunden.